Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum nächsten Kampf von Baxi vs. Awesome Vloggerin. Und wieder mal sehen wir auf der rechten Seite jemanden mit wenig Werten und auf der linken mit vielen Werten. Das ist irgendwie Schicksal. Doch das hier ist, glaube ich, der letzte und spannende Kampf, den wir vor uns haben. Die nächsten werden ein bisschen trickreicher und ein bisschen grandioser. Vor allem Kiri vs. Hassan. Zero gegen Ehrengardist und Serana vs. Zilord wird alles ein bisschen spannender. Vor allem Zilord vs. Serana wird um einiges. Also ich will nicht zu viel versprechen, aber holy shit, das kann ja was werden. So, wir legen einfach mal los. Baxi hat 650 Leben, einen Schaden von 29 bis 30. Damit bekommt er einen DPS-Wert von 45. Erstschlag ist 9, der kritische beträgt 30 und die Ausweichchance 20. Hier haben wir wirklich sehr, sehr viele hohe Werte, vor allem Ausweichchance. Es wird schon schwer sein für Awesome Blogger, den Baxi zu treffen. Doch wir werden erstmal sehen, wie es ausgeht, ne? Kommen wir zur Awesome Bloggerin mit 300 Leben, 23 bis 27 Schaden, Erstschlag von 1, was bedeutet, dass Baxi anfängt, einen kritischen von 10, ein DPS von 27, was daran liegt, weil er so wenig Beweglichkeit hat, eine Ausweichchance von 10%. Hinzu kommt noch, dass Baxi einen Papagei hat mit 20% Schadensresistenz, was bedeutet, dass Awesome Vloggerin ihren ganzen Bonuswert verlieren wird. Hier kämpft Bruder gegen Bruder, Bruderschaft gegen Bruderschaft, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken, wie das Ganze ausgehen wird. Natürlich fängt Baxi an mit 44 Damage, da sehen wir schon, das ist nicht ganz ohne, gerade bei wenig Leben, den Awesome Vloggerin hat. 20 Damage stellt Awesome Vloggerin gerade mal bei Baxi an, das ist nicht wirklich viel, das kratzt ihn auch nicht. Sein Lebensbalken ist leider viel zu hoch und somit wird das Ganze schon durch diesen Papagei und das Leben von Baxi entschieden sein. Das wird Awesome Vloggerin nicht schaffen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Baxi kein Mal ausgewichen ist bisher. 20% sind ziemlich viel, wenn man das Ganze so betrachtet. Dennoch weicht er nicht aus. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, er braucht es in diesem Kampf nicht. Vielleicht zeigt der Awesome Vloggerin hier, dass er es einfach nicht braucht und zieht ihm dann mit der Keule 90 Schaden mit einem kritischen runter. Somit hat er noch 32 Leben und jetzt kommt der letzte finale Schlag mit 44 Damage. Das war's für Awesome Vloggerin. Du bist leider aus dem Projekt ausgeschieden. In der nächsten Staffel hast du ja einen neuen Versuch. Da solltest du ein bisschen mehr auf deine Werte achten. Nun, wer hätte auch gedacht, dass wir zum Schluss eine Arena machen? Höchstwahrscheinlich niemand, nicht mal ich. Das war ja alles sehr spontan. Gehen wir mal zur Tabelle. Wir sehen hier Baxi, du kommst weiter. Awesome, du bist leider draußen und tot. Das war's für dich. Der nächste Kampf wird sein Kiri gegen Hassan. Das wird ein spannender Kampf. Danach kommt mein Kampf und danach der von Zilord. Das heißt, seid gespannt auf die nächsten Kämpfe. Jetzt geht's hier los. Nächste Woche wird es natürlich besonders spannend, wenn die Starken gegen die Starken antreten. Und eigentlich kein Schwacher mehr dabei ist. Naja, wir sehen uns dann in einer Stunde wieder beim Kampf Kiri vs. Hassan. Und denkt dran, guckt in das Inventar des Besiegten und nehmt alles an euch, was ihr braucht für den nächsten Kampf. Ciao!